Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. So, da ist Gift. Ah, so ein direktes Giftgebiet. Ha? Leben. Leben. Ich kann nicht mit den Höhlenboden. So viel natürlich so nicht. Gott, das ist alles voll mit dir. Irgendwo kriege ich noch Schaden her. Ich bin fast down. Jetzt habe ich Standbild. Geil. Da bist du. Hä? Nee, dieses Spuckvieh. Baller die ganze Zeit auf mich und hab's nicht mitgekriegt. Ist doch irgendwann, wenn der sieht. Sabre, gibt's doch. Was suchst du denn? Ich suche Sicht. Wie Sicht? Ja, ich kann gerade mal so einen halben Meter vor meinen Füßen gucken. Irgendwie so, eine violette Wolke oben. Brille putzen? Ah, scheiße, ich hab die Spinne gefunden. Ah, perfekt. Was? Nein, gar nicht perfekt. Ja doch, Loot. Was? Ich sehe nicht. Ja, wenn sie vor dir steht, wirst du schon sehen, oder? Ah, gelbe Schnecke. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Ich bin tot. Wie, du bist tot? Ich bin tot! Ja, ich hol mir gerade die gelbe Schnecke da ab und dann... Oh, ich sehe es auf der Map. Du bist tot. Warum bist du tot? Ja, frag mich mal. Ja, bleib da mal am besten liegen. Ich kümmere mich drum. Ich bin tot? Ich werde verrückt. In einer Höhle, wo ich nichts gesehen habe, bin ich anscheinend in einen Schlund. Kein Platz. Mein Kadaver ist weg. Warte, scheiße. Irgendwas schießt auf mich. Hä? Ah! Du standst in dem drinne. Ja, ja. Den habe ich aber vorher nicht sehen können. Ah. Ja, kommt man jetzt an deine Leiche oder nicht? Ja. Ich liege in der Höhle auf dem Fußboden. Okay, weil du gemeint hast, dein Kadaver ist weg. Und hier drin ist auch eine Schnecke. Ich sehe sie gerade vor mir und der Nebel verzieht sich gerade. Und jetzt weiß ich auch, warum ich tot bin. Und warum? Gas. Du hast so eine Gasmaske dabei gehabt? Ich habe nichts gesehen. Das ist so eine violette Wolke gewesen. Ich bin die ganze Zeit Stück für Stück vorgegangen. Es hat nichts Alarm geschlagen. Und dann auf einmal greift mich diese Spinne an. Ich nur noch ja, in die andere Richtung wieder und bin anscheinend genau in dem Augenblick in diese Gaswolke reingeflogen. Das ist ja gut hingekriegt. Oh, Spinne. Alter, wie viel. Die spawnen übrigens jetzt seit neuestem hervorragend bei Nacht.
Bei Nacht. Mhm. Das sind eine Menge Spinnen. Die kommen, ja, am besten Xenobäscher. Zwei Schläge sind die kleinen weg. Ich baller aber lieber. Ja, ich weiß. Ich möchte es aber trotzdem gesagt haben. Nicht, dass es nachher wieder heißt, warum hast du nichts gesagt? Ich habe keine Munition mehr. Es kommt noch. Ah, die war ja fast down. Die ist anscheinend schon angeschlagen. Ah, eine Schnecke. Oh, Pilz. Hier ist interessant, wo du warst. Ich weiß nicht, wie man hier sterben kann. Ist mir gerade noch ein Rätsel. Das, was mich hier unten gerade bewacht, mein Kadaver, ist übrigens eine große Spinne. Eine große, okay. Ich schau mal auf die Map. Okay, dann bist du noch in diese Richtung. Mhm. Da links von dir siehst du das Loch? Ich sehe kein Loch mehr. Du siehst meinen Stream doch, sowieso zeitverzögert, ne? Bedenke das. Ja. Ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Also jedenfalls da, wo du mir die Sprengladung in den Hintern gesteckt hast. Da ungefähr, da musst du rein. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe es nur von oben gesehen. Ja, aber du bist nicht in der Höhle, wo... Oder geht's hier noch runter, wo ich jetzt bin? Hallo? Ja, ich überlege gerade, weil... Weil ich bin hier am Ende von dieser Schlucht. Ja, wo habe ich denn die Steine da jetzt weggesprengt? Warte. Bin offen. Da. Was ist auf jeden Fall, ist es eine Höhle gewesen. Wenn es sah so aus. Verdammte Viech trampelt auf mir rum. So, jetzt bin ich über dir. Ja, genau. Und unter dir ist die Höhle. Und da sitzt sogar eine Violette. Ich muss nur gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Lauf mal hier außen rum, vielleicht ist da der Eingang, aber... Wo dieses Steinspinnengebilde ist. Ja, das weiß ich doch jetzt auch nicht mehr. Ich bin nun die ganze Zeit schon unterwegs. Na, das sieht aus wie diese Arme von vorhin. So, genau, geh mal dahin. Hier geht's in der Höhle rein. Da. Ah, da gibt's Mycelium überall. Mhm. Und jetzt sei vorsichtig. Ah, was? Also noch sehe ich ganz gut. Ja. Eben habe ich da nichts mehr gesehen weiter unten. Aber jetzt sehe ich auch die Umgebung wieder. Das heißt, der Nebel hat sich ein bisschen verzogen. So, mal gucken. Mal so ungefähr so. Oh, das Ding kann hüpfen. Da ist die Schnecke. Die Spinne. Yum, yum. Das war so eine Boss-Spinne, ne? Mhm. Wovon so einer lässt du dir in den Arsch treten? Ich hab die nicht gesehen. Dieses rosa Schimmern, was du da unten... Vorsicht, Gas. Wenn du weiter Richtung Schnecke gehst, kommen die Gasknubbel. Ich sehe dich. Na, ich dich auch. Liege links von dir. Wie hängst du da drin? Na, du siehst leicht angeschlagen aus. Ja, vor allem mal wiederbelebt werden, damit ich dann ganz schnell meine Gasmaske aufsetzen kann. Ich bin gleich wieder tot. Boah, Schwein gehabt. Ich hole mir mal die Schnecke. Ich habe kein Leben mehr. Voll. Du machst Sachen.
frag mich nicht. Auf einmal kriegte ich Schaden, ich wusste nicht mehr wohin und dann war ich auch schon tot. Irgendwer oder irgendwas quietscht bei dir. Ecke. Alter Schwede, wie soll man denn da rankommen? Ecke. Wie soll man da dran kommen? Okay, die eine klebt hier oder ganz oben an der Decke. Oh, Schneckenjumping. Oh, noch eine Schnecke. Dreie. Ach, ist das diese Schneckenhöhle da? Das ist die Schneckenhöhle. Hier in dem Biom. Ah, warte mal, ich kann die Maske wieder absetzen. Rohquarz. Ja. Es ist ein Quarzvorkommen hier drin. Das ist gar nicht, wo du steckst. Da steckst du. Ja, da. So, einmal ist da hart. Komm mal zu mir. Moment. Nein, nicht Moment. Jetzt. Ich komm da weg. Wie komm da weg? Warum? Komm da weg. Komm da weg. Warum? Da oben. Sie kommt runter. Bossspinne. Direkt voraus. Komm, jag mich. Oh, Standbild. Lass down. Das hatte ich auch gerade, weil mein Magazin ging gerade irgendwie nicht leer. Ist das reines? Normal. Normal. Aber normal ist auch nicht schlecht. So, dann mal Schnecken sammeln, ne? Mhm. Aber bitte diesmal nicht sterben. Mein Bestes. So, Nummer 1 habe ich. Ui. Na, sehr witzig. Ich baue mich da hoch und er ist hier oben schon. Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr hochbauen müssen. So, Nummer 2. Ach, da bist du schon. Nummer 3. Und da unten ist nochmal Nummer 4. Direkt unter dir. Ja, da bin ich unterwegs. Aber es ist noch ein wesentlich mehr hier auf jeden Fall. Da oben klebt noch was. Oh. Ich habe noch was gefunden. Oh. Ja, ich habe es gerade krabbeln sehen. Oh, das hier ist Semerz normal. Verdammt, jetzt könnte ich gucken, ob kein Strom hier. Mist! Was willst du gucken? Oh, Bossspinne! Ist down. Was wolltest du gucken? Manche Sam-Quellen produzieren jetzt ohne Ende Sam-Erz. Und die markiere ich mir eigentlich immer oder merke ich mir immer sehr gerne. Da oben ist noch einer. Also keine Bossspinne, sondern eine Schnecke. Ja, das sind überall noch. Ja, da hinten in der Ecke ist ja auch noch einer. Oh shit. Wie sagt ihr? Was jetzt? Hm? Ach nix, hier kam nur gerade eine kleine Spinne an. Ich glaube, die Höhle hier solltest du dich unter Myzeliumhöhle abspeichern. Warum? Da oben. Ja, das ist in dieser Gegend hier ist das sehr, sehr selten. Also ein bisschen habe ich ja schon eingesammelt nebenbei. Hier ist noch eine Quarzquelle. Reines Quarz. Perfekt.
Uff, da oben. Wo höre ich? Krabbel. So, mal schauen, wie das ging hier. Noch eine rum. Oder es war die. Kann natürlich sein. So, kannst du meinen Beacon sehen? Quarz rein. Ich krieg Schaden. Na, ist eine Spinne bei dir? Ich bin ganz oben auf dem Dach. Ich habe da in der Ecke gerade Schaden gekriegt. Ja, ich krieg nochmal hin, war das? Ja, nee, nee. Ich krieg da Schaden. Da gehe ich kaputt. Ich weiß aber nicht warum. Hier oben. Einfach nach oben schauen. Ja, ja, da ist eine riesen Plattform. Und wenn ich ganz hoch auf die Plattform gehe, kriege ich Schaden. Sieht komisch aus. Könnte noch eventuell eine Ebene höher gehen. Ich da ein bisschen das wegmache. Ich krieg nur an der einen Stelle Schaden. Ich weiß nicht warum. Naja, Strahlung wird nicht angezeigt, oder? Nee. Okay. Ja, okay, warte mal. Ich wollte gerade sagen, kannst du von da oben, wo du bist, jetzt hier rüber zu meiner Position fliegen, nur halt da oben? Ach, du bist tot? Nein, ich bin nicht tot, aber da ist noch eine Schnecke und du kommst von dort aus am besten ran. Also, weil es... Hä? Es wird oben als tot angezeigt, dass du tot wärst. Nein, ich fühle mich eigentlich gerade noch sehr lebendig. Okay, vom Symbol her sieht es tot aus. Na gut. Hast du die gemeint? Yep. Okay. Na, ich lasse das Fundament jetzt oben. Ach, da hinten ist aber auch noch eine. Wo? Ja, ich nicht schlecht zu zeigen. Oder du siehst ja, wenn du den Stream anhast, siehst du da hinten. Also in Richtung des Hellen. Laufe ich so ungefähr bei dir da jetzt in die richtige Richtung? Ja, ist jetzt da oben. Oben? Ja, ist ganz oben. Also du bist so ein kleiner Punkt bei mir, wo zu sehen ist. Und wenn man den jetzt mal 50 rechnet, wärst du auf der Höhe. Du baust ein komisches Konstrukt, aber okay, es geht nach oben. Ja, sollte eigentlich nicht so geplant sein, aber ich musste gerade etwas meinen Kurs korrigieren, sonst wäre ich nämlich gleich neben der Plattform gelandet. Ja, noch ein Stück höher. Warte, ich kann doch eigentlich ranzoomen. Ah, da. Ranzoomen. Ah, Mist, falsche Taste. Die wollte ich drücken. Dann für den Stream jetzt mal rangezoomt, dass wir hier beobachten können, wie er gerade abstürzt. Ah, jetzt ist er gelandet. Danke. Sehr freundlich. Ah, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ich wollte eigentlich losballern. So Scharfschützen mehrmäßig, weißt du? Schnelle Bildfolge, ne? Gut, da ist Quarz. Sieht aber wie in einem Eco-Shooter gerade aus, weißt du? So rangezoomt. Ja, du siehst auf die Entfernung sowieso nichts.
Ja, kommen Sie nicht mal an, Digga. den. Mich wundert, dass du mich überhaupt sehen kannst aus der Entfernung. Mit deinem PC. Oh, ich sehe dich sogar sehr gut. Okay.